Fake, Betrug, Lüge und Meinungsmache getarnt als Tatsachenberichterstattung. Sie können uns Medien einfach nicht mehr glauben, meine Damen und Herren. Es ist aus. Lüge und Fake sehen so echt aus wie die Wahrheit selbst. Und schlimmer noch, die Wahrheit wird häufig nicht mehr geglaubt, weil sie viel unwahrscheinlicher und komplexer ist als die Lüge. Hilft der gemeine Menschenverstand weiter, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen? Klar, sagen Pegida oder AfD, wir sind das Volk und die Wahrheit, uns kann man nichts vormachen. Andererseits zeigte der Film gerade, dass man heute ein echter und nicht nur ein selbsternannt eingebildeter Experte sein muss, um gefälschte Bilder wirklich zu erkennen. Und der Rest? Nietzsche behauptete schon, dass die Dichter zu viel lügen. Die Presse, die tut's erst recht. Also, wir sind's von der Lügenpresse. Guten Abend. Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Die sogenannte Lügenpresse und der Niedergang des Journalismus sind unsere Themen heute. Hat die AfD, haben die Rechten und die Verschwörungstheoretiker recht, wenn sie von Lügenpresse und einem Lügenkartell sprechen? Wer beurteilt das? Mit dem Journalismus ist es scheinbar so einfach wie mit Sex oder Fußball. Jeder hat das passende Organ, jeder kann mitspielen und mitreden. Also ist auch jeder Fachmann oder Fachfrau, zumindest im globalen Großraum des Wohnzimmers, vor dem Fernseher oder Computer. Nur bringt uns das weiter? Viele sagen, die einzigen, die heute überhaupt noch Tacheles reden, sind doch die Satiriker. Sie sind die Wahrheitsclowns im Schafspelz. Die einzigen, die noch wirklich aufklären und die Wahrheit sagen. Applaus für heute Show, die Anstalt Extra 3. Viele Zuschauer finden die Satire-Sendungen glaubwürdiger und informativer als klassische Nachrichten oder Politmagazine. Doch wie kann das sein? Ein Blick zurück. Früher war alles einfach. Zeitungen und Tagesschau erklären die Welt. Die täglichen Nachrichtensendungen sind eine Institution. Mit dem Internet sind auf einmal Nachrichten ständig verfügbar. Auch völlig ungeprüfte. Meist schneller als in Fernsehen und Radio. Kann das einer der Gründe sein, warum klassische Nachrichten an Bedeutung verlieren? Was ist der Grund, warum Satire-Sendungen wie zum Beispiel die Heute-Show immer populärer werden? Was machen die Nachrichten- und Politmagazine falsch? Und was kann Satire besser? Es ist natürlich unterhaltsamer, süffiger aufbereitet. Man hat dieselben Themen wie die Nachrichtensendungen, aber mit so einem gewissen unterhaltsamen Bonus noch. Und ich weiß gar nicht, ob da viel falsch läuft. Die Satire ist ja auch traditionell bei der Unterhaltung angesiedelt. Also ich glaube, dass die eine bessere Quote haben als reine Informationssendungen, ist ja relativ normal und offensichtlich und naheliegend. Eins ist klar. Wenn in der Die Anstalt anschaulich erklärt wird, was in der EU falsch läuft, ist das nicht nur unterhaltsam. Die realen Fakten, die hier im absurden Kontext dargeboten werden, liefern gleichzeitig Information pur. Wie kann jetzt der EU-Bürger seinen demokratischen Einfluss von da unten nach dort oben lenken? John Oliver, Moderator in Last Week Tonight im US-Sender HBO, erklärt Netzneutralität. Politische Aufklärung im Gewand einer Satire-Show und viel besser als Nachrichten. Denn ein komplexes Thema wird auf einmal verständlich für alle. Welchen Einfluss und welche Reichweite Satire heute hat, zeigt sich im vergangenen April. Mit einem Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten provoziert der Satiriker Jan Böhmermann eine Staatsaffäre. Er wird selbst zum Gegenstand der Berichterstattung, riskiert für sein Gedicht eine Strafverfolgung. Man würde sich wünschen, dass auch Journalisten so sichtbar Haltung zeigen. Schon vorher hatte Böhmermann mit einem manipulierten Clip einen Skandal provoziert, der für Schlagzeilen sorgt. Sensationsjournalismus anstelle von Informationen und Fakten bei den klassischen Medien? Ich vermisse auch in den Medien, neben all diesem Vereinfachenden, mal so eine Sparte zumindest. Einige Sendungen, die sagen, wir machen es aber mal kompliziert oder wir lassen es kompliziert oder wir stellen das Thema angemessen komplex dar. Also das Fernsehen hat ja immer die Tendenz, sich selbst noch ein bisschen dümmer zu machen und noch ein bisschen dümmer zu machen und an ein vermeintliches Publikum anzupassen. Und ich würde mir da manchmal noch durchaus auch mehr Schwarzbrot wünschen und mehr zum Beißen. Und wenn man Lust hat, eben es mal in der ganzen Breite und in der Tiefe und in der Widersprüchlichkeit auch behandelt zu bekommen, dass man das irgendwo in diesem öffentlich-rechtlichen Medium auch noch findet. Es bleibt die Frage, was bedeutet es für die vierte Gewalt im Staat, wenn eigentlich die Satiriker die besseren Journalisten sind?
hat Herr Ehring recht? Haben wir vom Fernsehen nicht einen fatalen Hang, uns noch dümmer zu machen, als wir ohnehin schon sind? Hängen wir die Messlatte so lange nach unten, bis wir selbst drüber stolpern? Wer nachts durch die Kanäle zappt, hat selten das Gefühl von, hier ist das Venedig des Wissens. Viel häufiger ist der Eindruck, dass man an einer Rennboot-Olympiade der Verblödung teilnimmt. Warum eigentlich? Das und alles Weitere zum Thema Lügenpresse will ich jetzt von meinen Gästen wissen. Und ich begrüße sehr herzlich Susanne Fengler. Sie ist Publizistin und Kommunikationswissenschaftlerin sowie wissenschaftliche Leiterin und Geschäftsführerin des Erich-Brost-Instituts für internationalen Journalismus an der TU Dortmund. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte: ökonomische Theorie des Journalismus. Dann begrüße ich Stefan Niggemeier, Online-Journalist und Medienkritiker. 2004 gründete er den medienkritischen Bildblog und erhielt dafür den Grimme Online Award. Niggemeier war Gründungsmitglied der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, für die er weiterhin schreibt, und betreibt seit 2016 das sehr empfehlenswerte Online-Magazin Über Medien. Und ich begrüße Bernhard Pörksen. Er ist Medienwissenschaftler und Publizist, lehrt und forscht an der Universität Tübingen. Seine Themenschwerpunkte unter anderem Medienwandel im digitalen Zeitalter, Medienskandale und Inszenierungsstile in Politik und Medien. Ist ja kein Geheimnis, Herr Pörksen, dass auch Medien sich selber inszenieren. Wie sehen Sie dieses Verhältnis von Satire und Information? Sind häufig Satire-Sendungen die besseren Informationssendungen? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt natürlich, und Sie haben solche Beispiele genannt, aufklärerische Satire. Ich glaube, das ist das, was hier gemeint ist. Satire, die es in besonderer Weise schafft, Themen von gesellschaftlicher Relevanz, Eurokrise, Griechenlandkrise, Massenüberwachung, Netzneutralität, so zu übersetzen, dass sie auf einmal die Menschen erreicht. Also der Journalist kann unter Umständen von einem genialen Satiriker lernen, aber der Satiriker ist auf keinen Fall der bessere Journalist. Er macht etwas anderes, durchaus mit dem Ziel der Aufklärung. Ein Punkt noch. Aus meiner Sicht sollten wir nicht dazu kommen, Satire nun pauschal zu verherrlichen und zu sagen, John Oliver ist gewissermaßen das Role Model für alle. Mhm. Wenn wir uns die sozialen Netzwerke angucken, haben wir sehr viel Fake News, sehr viel satirischen Schrott, sehr viel massives Clickbaiting. Schlechte Satire. Schlechte Satire, antiaufklärische Satire. Also wir haben eigentlich beides. Zwei extreme Welten. Haben Sie, Herr Niggemeier, irgendwann mal tatsächlich Satire sozusagen als Informationsbeschaffung gesehen? Ja, ich finde tatsächlich auch, also John Oliver ist ein Beispiel dafür, wo man dann so ein Programm guckt. Das liegt natürlich jetzt nicht nur an der satirischen Form, sondern auch, dass er sich da teilweise 15 Minuten Zeit nimmt, um ein Thema zu entwickeln. Und dann kann das tatsächlich sein, dass so ein Beitrag auch komplexer, tiefgründiger, informativer ist. Ich finde aber auch ich fände es auch gefährlich, jetzt zu sagen, Satire ist irgendwie wahrhaftiger. Ich glaube, es kann das sein. Ganz oft ist Satire natürlich auch das Gegenteil. Ganz oft ist es auch so ein gemeinsames Lachen. Wir wissen ja schon, wie die Welt ist. Und dann hat das so was Erleichterndes, wenn wir uns über all das lustig machen, wo wir uns einig sind, das ist blöd. Das macht uns aber alle nicht klüger. Obwohl ich ehrlich zugeben muss, zum Beispiel diese Europasendung in der Anstalt. Also ich habe da wirklich Sachen kapiert, obwohl ich mich ja schon hier und wieder mit Europa auseinandergesetzt habe, die mir so noch nicht klar waren. Also ich habe einen echten Erkenntnisgewinn gehabt. Aber ich finde, es hat da auch zwei Sachen. Es ist einmal die Form, also die Freiheit, die Satire hat, ist einmal eine Chance, Dinge auch besser zu erklären, sich mehr Zeit zu nehmen, auch unterhalterische, spielerische Mittel zu nehmen. Es ist aber natürlich auch die Freiheit, einseitiger zu sein, Dinge wegzulassen, die mir nicht so in den Kram passen. Klar. Tatsächlich mir eine sehr stringente, sehr unterhaltsame Geschichte zu erzählen, die aber am Ende doch nicht einem journalistischen Standard genügt. Frau Fengler, wie ist das bei Ihnen mit der Satire? Ja. Ich glaube, das Besondere an der Satire und auch der Grund für den Erfolg von Satire, gerade bei jungen Leuten, das ist ja auch ein Hauptpublikum für Satire, ist der, dass es eben auch ermöglicht, eine kritische Haltung zur aktuellen Politik einzunehmen, die offenbar von ganz vielen, gerade jungen Nutzern, nicht mehr in den klassischen Medien gefunden wird. Das mag daran liegen, dass natürlich auch im Zuge der gestiegenen Medienkonkurrenz immer mehr Medien konkurrieren um gleichbleibende Aufmerksamkeitsbudgets von Nutzern, auch Inhalte austauschbarer, auch politische Positionen austauschbarer werden und mehr zur Mitte hin konvergieren. Und das ist eigentlich gerade jungen Leuten an so einer kritischen, also einer Möglichkeit, Kritik zu artikulieren oder auch überhaupt vorzufinden in den Medien fehlt. Und dann gehen sie auf Satire, weil man dort eben auch gerade diese Inszenierung, die zwischen Politik und Journalismus immer wieder laufen, dran findet. Und auf einer Metaebene ja auch aufs Korn nimmt. Also ich kenne mehrere junge Leute, die wirklich zum Beispiel die Heute-Show als Informationssendung wahrnehmen.
Und das ist ein Punkt, über den haben wir noch nicht gesprochen. Stellen nicht solche Sendungen manchmal auch einen Gesamtzusammenhang her, der zum Beispiel in den Nachrichten fehlt, also in den klassischen Nachrichten? Ja, also sie stellen sicherlich einen Gesamtzusammenhang her, ob der am Ende dann gerechtfertigt ist. Denn der Satiriker ist ja anders als der Journalist auch nicht in einem gewissen Begründungszwang, warum er Informationen auswählt, warum er bestimmte Informationen weglässt. Da ist der Satiriker ja ganz frei. Und ob vielleicht am Ende auch diese gestiegene Anzahl von satirischen Aufbereitungen von politischen Inhalten auch dazu führt, dass wir insgesamt in der Gesellschaft ein kritischeres Bild von Politik haben, könnte man vielleicht auch noch mal untersuchen. Was ja für die Demokratie gut wäre. Herr Pörksen. Ja, absolut. Aber vielleicht darf ich da einen Vermittlungsvorschlag machen. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, Satiriker sind jetzt auf einmal die besseren Journalisten, sondern im Grunde genommen ist die neue Funktion und die neue Bedeutung von Satire ein Symptom der gewandelten Medienwelt. Auf der einen Seite Interesse an satirischen Formaten, vielleicht aus einem Akt und einem Gefühl der Medienverdrossenheit, einer Kritik der klassischen, der etablierten Medien heraus, aber auch die Wahrheitskrise, die uns mit dem Digitalen erreicht hat. Also man kann mit sinnlosen Fake News oder Fake-Satiren auch eine Menge Geld machen. Und dritter und letzter Punkt, aus meiner Sicht zeigt es der Fall Böhmermann, aber zeigen es auch andere aktuelle Fälle. Wir haben im Grunde genommen, und auch das spricht für eine Veränderung der Medien, so eine andere Verwertungskette. Früher war, ich spitze es jetzt etwas zu, der Satiriker gleichsam der Resteverwerter, der Müllsortierer, ganz am Ende des Produktionsprozesses. Heute setzt der Satiriker immer häufiger, wäre meine These, eigene Themen, betreibt ein Agenda-Setting, über das dann die klassischen Medien berichten. Denken Sie an den Fall Böhmermann, denken Sie an Faro Fake und ähnliches mehr. Und also wenn ich dran denke, ein Satiriker geht auf einen der vielen Parteitage und interviewt da Leute, dann weiß ich natürlich von der Form her, das ist Satire, was der macht. Aber durch die Reaktion der Leute, die da sind, kriege ich ja etwas von der Realität mit. Mhm. Ich kriege ja mit, wie die wirklich auf etwas reagieren, was sozusagen artfremd in diesem Kontext ist. Ich finde, das hat im Subtext eine Menge von Informationswert. Ja, aber es kann ehrlicherweise auch das Gegenteil haben. Es kann auch ein reines, wir stellen die jetzt bloß, das sind alles Deppen, wir wissen, Politiker sind eigentlich alle Idioten. Ich finde, das ist dann auch ein schmaler Grat von kritisches Bewusstsein wecken und Leuten gute Gründe geben, Dinge zu hinterfragen, zu haha, jetzt machen wir uns alle über die lustig. Ich glaube tatsächlich, dass es da ganz unterschiedliche Formen gibt. Und dass man eins noch sagen muss zu der Anstalt, die ja auch ein Beispiel war, dass die wirklich Ausdruck, der Erfolg der Anstalt ist auch Ausdruck von einem wirklich Versagen des Journalismus. Die verstehen sich dezidiert auch als Gegenöffentlichkeit und sagen, wir füllen die Lücken, die der klassische Journalismus gelassen hat. Da werden wir ja wahrscheinlich noch drüber reden müssen. Aber an welcher Stelle hat der klassische Journalismus versagt? Ich glaube, also ein Beispiel auch bei der Anstalt war ja die Griechenland-Krise, wo es nicht flächendeckend, nicht gleichgeschaltet, all diese Begriffe und Bilder sind falsch, aber tatsächlich doch eine sehr große Übereinstimmung gab, wie über diesen Konflikt berichtet wurde. Und das war so eine regierungsfreundliche, wir die guten Deutschen gegen die blöden Griechen-Sicht. Und da fehlten ganz viele Aspekte, die in der ausländischen Presse ganz normal auch behandelt wurden, die in Deutschland aber tatsächlich nur so marginal vorkamen. Aber dann ist doch vielleicht der Eindruck, den manche AfD-Leute zum Beispiel haben, die sich das wirklich so vorstellen, dass im ZDF man morgens der Redakteur hinkommt, dann klingelt das Telefon, das Kanzleramt ist dran und sagt einem, was man abends in den Heute-Nachrichten oder in der Tagesschau analog zu senden hat. So stellen sich das ja viele Leute vor. Und trotzdem scheint ja dann an der Kritik was dran zu sein. Ja, ich glaube, das passiert vermutlich fast nie. Ich will es jetzt nicht ganz ausschließen, aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Aber es gibt ganz viele Mechanismen, so ein Herdentrieb, so eine Übereinstimmung, eine zu große Nähe von Journalisten zur tatsächlichen politischen Elite, dass man da zu dicht dran ist und sich auch einflüstern lässt von nur einer Seite in so einem Konflikt, wie der zu interpretieren ist. Ich glaube, dass im Ergebnis führt das zu diesem Befund, aber es passiert nicht das, was Sie gerade geschildert haben, dass da tatsächlich jemand zum Hörer greifen muss. Das ist aber vielleicht sogar noch beunruhigender, dass das automatisch passiert. Noch schlimmer eigentlich, wenn ich es schon selber mache, weil ich weiß, was die von mir wollen. Aber ist es nicht beunruhigend, Herr Skobel, dass Sie als Journalist hier gleichsam den Journalismus ins Grab reden, dass Sie gleichsam so eine Art Niedergangsgesang anstellen? Ich ist das nicht das eigentliche Symptom? Ich versuche mich also, ja nur als Satiriker im Moment. Ich versuche ja rauszukriegen, jetzt weiß ich gar nicht, wo Sie stehen. In welcher Sendung wir eigentlich sind. Aber ganz ernsthaft gefragt, ist das nicht ein Symptom, dass Sie gleichsam nun dieses
apokalyptische Lied, diesen Grabgesang auf den Journalismus anstimmen? Nee, ich frage Sie ja nur und bin ja sehr erfreut, wenn drei Menschen mir sagen, wozu ich auch tendenziell neige, dass es noch lange noch nicht mit dem Journalismus zu Ende ist. Aber dass Journalismus eine Menge von Fehlern gemacht hat. Aber wir haben insofern danke auch, für das ja, Interview. Aber wir haben natürlich nach wie vor auch jeden Tag neben diesen massiven Problemzonen des Journalismus, gar nicht zu reden von Autojournalismus, von Modejournalismus, von Promi-Journalismus, von all diesem korrupten Gewerbe, das wir da diesen Geschäften auf Gegenseitigkeit, die wir erleben. Wir haben natürlich jeden Tag noch Glanzleistungen des Journalismus. Jede Woche Glanzleistungen des Journalismus. Missbrauchsskandale, die enthüllt werden, weil es hartnäckige Journalisten gibt. Die Panama Papers sind ein spektakulärer Fall hier aus Deutschland. Ja, da kommen wir ja gleich noch, zu. Die Frage ist, geht das auf die Journalisten zurück? Oder auf die Leute, die in diesen Systemen drin sind und raustreten und sagen, hier, wir haben die Insider-Infos, ihr seid diejenigen, die sie sozusagen an die große Glocke hängen. Aber machen wir mal weiter. Der Soziologe Thomas Mayer, der hat eine sehr klare These, was die Medien angeht. Wer als Publizist und Journalist in der Kaiserzeit arbeitet, unter den Nazis, im Krieg, unter der Herrschaft von Drogenkartellen, Warlords oder in autoritären Staaten, dessen Leben ist in Gefahr. Früher gab es daher sogenannte Sitzredakteure. Das waren meist ältere Journalisten, die besonders heikle Artikel schrieben, weil sie aufgrund ihres Alters, ihrer Stellung oder familiären Situation das Gefängnis auf sich nehmen konnten, also bereit waren zu sitzen. Wenn Journalisten etwas erreichen wollten, dann mussten sie zusammenarbeiten und eine Art Wahrheitskartell bilden. Dieses dicke Fell, das im Obrigkeitsstaat überlebensnotwendig ist, erscheint in einer Demokratie unnötig. In ihr sind Selbstkritik und Offenheit gefordert. Nun werden Sie sagen, das ist doch bei uns im Unterschied zur Türkei, Russland, China durchaus der Fall. Ja und nein. Deutschland, führende westliche Nation, Säule der Demokratie und Pressefreiheit. Tatsächlich? 2015 ist Deutschland auf dem weltweiten Pressefreiheitsindex abgerutscht. Von Platz 12 auf 16. Der Grund, seit einiger Zeit wird die Pressefreiheit angegriffen. Vor allem seitens radikaler Gruppierungen wie Pegida und AfD. Ihr Ziel, Berichterstattung zu verhindern und die Presse zu diskreditieren. Hassmails und 40 gewalttätige Übergriffe auf Journalisten gab es letztes Jahr. Laut Reporter ohne Grenzen. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. So steht es seit 1949 im deutschen Grundgesetz. Pressefreiheit garantiert der Presse und den Medien völlige Unabhängigkeit vom Staat. Auftrag der Medien ist die Information und Aufklärung der Gesellschaft. Damit soll die Presse als vierte Instanz die Demokratie sichern. Doch wird Pressefreiheit in Deutschland tatsächlich gelebt? Gesetzlich ist die, denke ich, verankert. Inwieweit die gelebt wird, ist, denke ich, nochmal eine andere Frage. Ja, Pressefreiheit formal immer, würde ich sagen, also de jure. Aber de facto gibt es natürlich immer Zwänge. Aber ja, wie jetzt die ökonomischen Zwänge und so weiter. Praktisch denke ich, es geht eher in diese Richtung, dass doch Journalisten mit verschiedenen Methoden eingedämmt werden. Wie die Methoden jetzt konkret aussehen. Wenn es kritische Journalisten sind, sollen die zum Schweigen gebracht werden. Wenn es jetzt darum geht, irgendwo was zu enthüllen, was vielleicht in Anführungszeichen die nationale Sicherheit bedrohen würde, da würde ich behaupten, dass dann Politik auch schon mal einschreitet. In Deutschland kam die Pressefreiheit schon häufig in Bedrängnis. Etwa 1962, die Spiegel-Affäre. Mit einem kritischen Artikel zur Verteidigungspolitik der BRD hat das Magazin angeblich Landesverrat begangen. Akten werden beschlagnahmt, die Redakteure verhaftet. Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit gehen Menschen auf die Straße, um die Pressefreiheit zu verteidigen. Die Zeitung mundtot zu machen, scheitert. Ein gegenwärtiges Beispiel. Die Journalisten der Internetplattform Netzpolitik.org haben vertrauliche Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt. Nach bundesweiten Protesten werden die Ermittlungen eingestellt. In vielen anderen Staaten werden Journalisten, die geheime Informationen an Dritte preisgeben, strafrechtlich verfolgt.
wie die Fälle von WikiLeaks-Gründer Julian Assange und dem Whistleblower Edward Snowden zeigen. Auch ist Pressefreiheit ohne Quellenschutz undenkbar. An vertraute Informationen kommen Journalisten nur, wenn sie ihren Informanten Anonymität zusichern. Das wird im digitalen Zeitalter jedoch immer schwieriger, wie zum Beispiel durch das seit 2015 geltende Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. In weiten Teilen der Welt sieht es mit der Pressefreiheit verheerend aus. In Mexiko bedrohen Drogenkartelle und der korrupte Polizei- und Staatsapparat regierungskritische Journalisten. 80 von ihnen sind in den letzten Jahren entführt und ermordet worden. In Syrien werden die Nutzung des Internets zu Hause und das Schmuggeln von Videoaufnahmen außer Landes mit der Hinrichtung durch das IS-Regime bestraft. In der Türkei sorgt Präsident Erdogan dafür, dass Fernsehsender stillgelegt, Zeitungen unter Zwangsverwaltung gestellt und Journalisten inhaftiert werden. Und bestimmt, welche Berichterstatter einreisen dürfen. Erdogan versucht sogar, Einfluss auf die Pressefreiheit in Deutschland zu nehmen. Wie der Eklat um das Interview des Journalisten Michel Friedmann mit Sportminister Akif Çağatay Kilic für die Deutsche Welle zeigt. Wegen zu kritischer Fragen wurde das Interview von Mitarbeitern des Ministeriums einfach konfisziert. Jetzt klagt die Deutsche Welle auf Herausgabe des Drehmaterials. Auch in vielen europäischen Ländern haben sich die Arbeitsbedingungen für Journalisten und Berichterstatter in den letzten Jahren verschlechtert. In Ungarn und Russland ist die Medienlandschaft bereits seit Jahren gleichgeschaltet und den staatlichen Kontrollen unterstellt. In Polen bringt die neue Regierung nach der Wahl 2015 ein neues Gesetz auf den Weg. In den Sendern sollen Führungskräfte nicht mehr gewählt, sondern von der Regierung bestimmt werden. Pressefreiheit ist nicht selbstverständlich und auch bei uns in Gefahr. Ein fundamentales Gut der Demokratie, das hart erkämpft wurde und das mit aller Kraft verteidigt werden muss. Frau Fengler, eines Ihrer Forschungsgebiete ist ja international vergleichende Journalismusforschung. Und wenn man jetzt sieht, wie es im Ausland zum Teil, und es sind ja nicht wenige Länder, zugeht, dann hat man das Gefühl, bei uns ist das alles viel besser und eigentlich okay. Sehen Sie eine Gefahr bei uns für die Pressefreiheit? Also im internationalen Vergleich stehen wir natürlich in der Tat immer noch sehr gut da. Und da ist auch die Frage, wenn wir im Index von Reporter ohne Grenzen abrutschen, inwieweit man dann Übergriffe, die doch in geringer Natur am Ende sind in Deutschland gegenüber Todesfällen, also Morddrohungen und so weiter ja. in Russland, in Syrien, wie man das bewertet. Aber es regt auf jeden Fall eine wichtige, also extrem wichtige Diskussion an. Aber ich glaube, auch bei uns ist die Debatte über die politische Bedrohung von Journalisten zu Unrecht in den Hintergrund geraten, weil wir so viel über die ökonomische Bedrohung geredet haben, was wir auch später noch tun werden. Aber wir sehen ja auch gerade zum Beispiel im Ruhrgebiet in den vergangenen Jahren ganz massive verbale Übergriffe von rechtsradikalen Gruppen auf Journalisten, nicht nur dort. Und wir haben natürlich auch die ganzen Pegida-Vorwürfe oder auch Anwürfe an Journalisten gesehen. Und da sehen wir schon, dass in den letzten Jahren auch so eine neue Aggressivität gegenüber Medien entstanden ist, die es in der Form früher nicht gab. Ja. Herr Niggemeier, wie sehen Sie das mit der Pressefreiheit bei uns? Ich glaube, in dem klassischen Sinne ist die in Deutschland nicht in Gefahr. Oder es weckt sofort so viel Gegenwehr. Das Beispiel Netzpolitik hat das ja gezeigt, wo tatsächlich sofort ein Sturm der Entrüstung losbrach. Mir war der Beitrag am Ende ein bisschen zu markig. Wir müssen das verteidigen. Ja, ich glaube, die Pressefreiheit muss immer wieder verteidigt werden. Auch im Sinne von, dass Leuten der Wert von Pressefreiheit immer wieder vermittelt werden muss. Und das ist natürlich eine Gefahr. Es gibt, wenn es einen größeren Teil der Gesellschaft gibt, die eigentlich sagt, das ist alles gelogen, was ihr sagt, wir wollen euch bekämpfen, wir glauben euch nichts mehr. Natürlich ist das am Ende auch eine Bedrohung der Pressefreiheit. Aber ich glaube, da helfen gar nicht so markige Worte, sondern am Ende auch eine gute Arbeit, ein guter Einsatz für die eigene Arbeit. Stimmt vollkommen zu, kann dem nichts hinzufügen. Was wir beobachten können in den letzten Jahren, dass sich so eine Art böser Blick auf den Journalismus ergeben hat. Und dass es auf der einen Seite eine große Fraktion von Menschen gibt, die im Netz und anderswo sehr berechtigte Medienkritik artikulieren,
sehr präzise, konkret, anschaulich, falsche Symbolfotos, falsche Filmausschnitte etc. pp. Dann gibt es den Typus des Wutbürgers im Digitalen und anderswo. Und dann die dritte Fraktion, und das ist, glaube ich, durchaus eine Bedrohung, die dann auch hier gemeint ist, gibt es sich eine ideologisch radikalisierende Fraktion der Medienverdrossenen, die zunehmend schärfer ihre Wutschreie ausstoßen, die attackieren, die in Redaktionen gehen, die Drohbriefe schreiben. Und das vermag ein Klima der Einschüchterung mitzuerzeugen. Wie gesagt, nicht vergleichbar, in keiner Weise vergleichbar mit dem Ausland, in keiner Weise vergleichbar mit der Situation in Russland oder der Türkei. Aber doch eine neue Dimension der Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Wenn ich das nochmal aufnehme, was Sie gesagt haben, Frau Fengler, da kann ja auch eine sehr subtile Taktik hinterstehen. Ich mache das nicht so, dass ich zum Beispiel einen ganzen Zeitungskonzern unter Druck setze, sondern ich mache das so, dass ich mir gezielt einzelne Leute rauspicke und denen zeige, hier, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen. Mhm. Ich weiß, wo du in Urlaub hinfährst. Mhm. Und dadurch im Grunde genommen Leben wirklich, also das private, persönliche Leben extrem erschweren. Mhm. Genau, das sind ja im Prinzip auch genau die Taktiken, die im Übrigen der IS gegenüber Journalisten der arabischen Welt anwendet. So wird das genauso gemacht und zum Glück in Einzelfällen, sehr seltenen Fällen, aber in der Tat kommt es auch in Deutschland inzwischen vor. Ich glaube, man muss das aber auch noch im Kontext sehen, wenn wir sagen, die Medien werden in den vergangenen Jahren zunehmend angegriffen. Ich glaube, da spiegelt sich auch so ein Vertrauensverlust und so eine zunehmende Bereitschaft, sich extrem kritisch mit Institutionen insgesamt auseinanderzusetzen, da rein. Und Medien werden inzwischen einfach als Teil der mächtigen Institutionen wahrgenommen und nicht mehr als Gegenpart zu den eigentlich Mächtigen. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass viele Journalisten, gerade sagen wir mal so die Alpha-Tiere im Journalismus, sich im Grunde genommen als Co-Politiker verstehen? Also als Leute, die ins politische Geschehen eingreifen, die ganz klar eine Haltung und bestimmte Meinungen haben. Im Grunde genommen, das ist ja ein Vorwurf zum Beispiel von Thomas Mayer, dem Politikwissenschaftler, in gewisser Weise mitregieren, aber völlig unbelangbar sind. Aber das hat es ja auch in vielen vergangenen Jahren, auch in der Rot-Grün-Koalition hat es das ja auch gegeben. Die Alpha-Tiere im Journalismus, die hat es eigentlich immer gegeben. Und trotzdem finde ich, wenn man in die letzten Jahre schaut, gab es bei uns doch auch eine gewisse Sedierung im Journalismus. Weil am Ende doch auch die Merkel-Politik so als gewisserweise alternativlos auch von den Journalisten dargestellt wurde und einfach Opposition sowohl in der Politik als auch in den Medien relativ sparsam war. Und das führt natürlich sicherlich auch beim Publikum zum Teil zum Eindruck, die sind irgendwie Teil von diesem ganzen Großen da oben System. Und wir sind gegen das System, also auch gegen die Medien. Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube auch, was Sie sagen, dass Journalisten so das Gefühl haben, sie haben auch ein Recht zu bestimmen, dass es da wirklich diesen Schlüsselfall von Christian Wulff gab, der eigentlich noch, der viel zu oft vergessen wird in dieser ganzen Diskussion über AfD und die Politik, wo, glaube ich, ein Großteil des Publikums erlebt hat, dass Journalisten wirklich dachten, also Journalisten haben das Recht, das alles aufzudecken und dazu wühlen, investigativ zu sein. Es gab aber dann einen langen Zeitraum, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt alles da. Und es gibt eine Reihe von Journalisten, die sagen, wir finden uns nicht damit ab, dass der immer noch im Amt ist. Und wir schreiben den da jetzt raus. Und ich glaube, dass es da auch schon also bestimmt eine große Minderheit gab, die sagte, das steht euch eigentlich überhaupt nicht zu. Und dass da auch Vertrauen kaputt gegangen ist. Der Vorwurf lautet, ihr von der Presse lügt. Ihr sagt nicht die Wahrheit, ihr dreht uns das Wort im Mund rum und schlimmer noch, ihr lasst uns überhaupt nicht zu Wort kommen. Behauptet aber, der Demokratie zu dienen, Lügenpresse eben. Der Begriff geht nicht zuletzt auf den Theologen Martin Luther zurück, der mit Blick auf die neuen Printproduktionen der Konkurrenz, die neben seinen eigenen ja auch aus der Gutenberg-Presse kamen, gerne von Lügen sprach. Sein Maßnahmenkatalog für die protestantischen Pfarrer in Sachsen in Sachen lügende Konkurrenz, sprich Judentum, kann man eins zu eins als Strategiepapier für Nazis, Pegida und AfD lesen. In seinem Buch Von den Juden und ihren Lügen gibt Luther Ratschläge für den Umgang mit Lügnern und Fälschern, die, Zitat, schlimmer als der Teufel sind. Wörtlich lautet sein Rat, erstens, dass man ihre Synagogen mit Feuer verbrenne. Das haben die Nazis in die Tat umgesetzt. Heute brennen Flüchtlingsunterkünfte und Moscheen. Luther will die gesamte Lügenpresse vernichten. Warum? Weil jeder weiß, Zitat Luther, dass sie hier lügen und sie uns in unserem Land durch ihren Wucher gefangen halten. Luther sagt also, die Lügenpresse wird gesteuert vom Geld. Heute würde man sagen, von der Wall Street, von Banken. Diese Verschwörungstheorie wirkt bis heute. Immer häufiger werden Medien in Deutschland als Lügenpresse diffamiert. Eine Verschwörungstheorie?
Die Mächtigen und die Journalisten würden das Volk gemeinsam für dumm verkaufen, lautet der Vorwurf. Unabhängige Berichterstattung in Deutschland, Fehlanzeige? Laut Umfragen von 2015 sind 40% der Bürger generell mit der Berichterstattung unzufrieden. Die Medien verbreiten nur geschönte und unzureichende Nachrichten. Dem stimmen 44% der Deutschen zu. Prozent finden nicht, dass die Informationen der deutschen Medien glaubwürdig sind. Doch was sind die Gründe für das Misstrauen gegenüber den Medien? Als erstes die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung. Die Medien würden nur ein positives Bild von der deutschen Willkommenskultur vermitteln. Auch dann, als die Kritik über die unkontrollierte Zuwanderung immer mehr Raum einnimmt, fanden viele. Neben der Flüchtlingskrise hat die Ukraine-Berichterstattung das Vertrauen in die Presse erschüttert. Kiew 2013. Demonstration gegen Präsident Janukowitsch. Die Maidan-Bewegung. Für die deutschen Medien sind Ukrainer Pro-Europäer, die demokratische Formen fordern. Was erst Monate später klar wird, darunter sind auch Faschisten. Wladimir Putin wird in den Medien als der Kriegstreiber hingestellt. Zu Recht, denn er schickt Soldaten auf die Krim und bricht damit das Völkerrecht. Doch dass sich Russland berechtigterweise von der NATO bedrängt fühlte, kam in den Medien zu kurz. Doch reicht das alles aus, um die Medien der Lüge zu bezichtigen? Lügenpresse. Der Begriff ist nicht neu, denn die Presse gilt seit eh und je als Mittel der Verschwörung. Seit der Erfindung der Druckerpresse im 15. Jahrhundert ist es plötzlich möglich, Propaganda und Fehlinformationen massenhaft zu verbreiten. Dazu gehört auch der Vorwurf der Lüge. Martin Luther spricht zum Beispiel von der Tora, dem Alten Testament, als dem Lügenbuch. Das Wort Lügenpresse trägt seitdem auch religiöse und antisemitische Züge. Bis ins 18. Jahrhundert ist es dem Staat möglich, unliebsame Inhalte zu zensieren, bis die Pressefreiheit in Europa gesetzlich verankert wurde. Allerdings wird diese in Kriegszeiten wieder abgeschafft, denn Nachrichten mussten im Sinne der Kriegsführung umgedeutet werden. So wird im Ersten Weltkrieg die französische Berichterstattung über deutsche Gräueltaten als Lügenpresse abgestempelt. Für die Nazis ist ohnehin alles eine Lüge, was nicht aus ihren gleichgeschalteten Propagandaapparaten kommt. Es wird auch der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen. Die DDR verurteilt die westlichen Medien pauschal als kapitalistische Lügenpresse. Bis heute ist der Kampfbegriff Lügenpresse vor allem in politisch extremen Lagern beliebt. Doch worum geht es heute bei dem Vorwurf der Lügenpresse eigentlich wirklich? Lügenpresse, Lügenpresse. Ins Gegenteil umzulügen, hat Goebbels gesagt. Herr Niggemeier, woher kommt erstens das Misstrauen vieler Bürger der Presse gegenüber und zweitens dieser explosionsartige Hass? Also das Problem auch mit diesem Begriff Lügenpresse ist, dass es eigentlich zwei fast gegensätzliche Phänomene beschreibt. Das eine sind Leute, die, glaube ich, einfach überzeugt sind, die Welt ist so, wie sie sie sehen und jeden Widerspruch ablehnen. Und ich glaube deswegen auch schon Presse ablehnen, weil ihnen das zu komplex und einfach ihrer Welt sich widerspricht. Das sind auch Leute, die
ich glaube, da ist es schwer zu diskutieren und zu überzeugen. Aber es gibt einfach auch Menschen, die eigentlich das Gegenteil sind, die kritische Zeitungsleser zum Beispiel sind. Mhm. Und die sagen, ich fühle mich von meiner Zeitung mindestens unterfordert, aber eigentlich beleidigt darin, dass mir hier Dinge erzählt werden, die offensichtlich komplexer sind, als ihr es sagt, die anders sind, als ihr es sagt. Das Problem ist, das schon mal irgendwie zusammenzuwerfen. Und ich glaube, wenn man fragt, was ist da so explodiert, das eine waren bestimmt politische Ereignisse und Beispiele, an denen man das gemerkt hat. Was aber natürlich neu ist, ist, dass es einfach Möglichkeit gibt, sich anders zu informieren, aus anderen Quellen. Sehr viel besser zu informieren, sehr viel näher dran zu sein, aber natürlich auch auf jede Propaganda, auf jeden Unsinn reinzufallen. Und dann können sich all die Leute, die auf den gleichen Unsinn reinfallen, dann auch noch untereinander vernetzen und radikalisieren. Weil besser dran heißt ja sozusagen ungefiltert, möglichst noch in Echtzeit dabei. Und dann habe ich aber überhaupt keine Möglichkeit mehr, eine Distanz einzunehmen. Aber die hatte ich früher auch nicht. Ich glaube, in dem ersten Beitrag wurde so schön gesagt, wie einfach das war, als wir uns damals noch so einfach vor die Tagesschau gesetzt haben. Und die haben uns dann gesagt, wie es wirklich ist. Da hatte ich natürlich viel weniger Möglichkeit zu überprüfen, stimmt ja, das da? Da gab es dann einen Auslandskorrespondenten, der stand da und erzählte uns, wie die Welt ist. Im Grunde ist es erstmal ein Vorteil zu sagen, ich kann mich aus viel mehr Quellen informieren und sagen, vielleicht ist es viel komplizierter als die Nachrichten, die teilweise erzählt. Also ich habe es im Morgenmagazin während des Irakkriegs erlebt. Wir hatten zwei Korrespondenten, die, ich glaube, Luftlinie 30 Kilometer voneinander entfernt waren, die wir beide hintereinander gehört haben. Und beide haben völlig unterschiedliche Dinge erzählt. Von beiden ist nicht anzunehmen, dass sie lügen. Ja. Die Wahrheit war einfach, wie Sie sagen, eine komplexe Situation, die widersprüchlich waren. Die Widersprüche haben sich nicht auflösen lassen. Ich glaube übrigens, an einer Stelle ganz so komplex ist sie dann nicht, weil es in dem Beitrag hieß, dass erst nach Monaten rauskam, dass auf dem Maidan, dass da auch Faschisten dabei waren. Das war sehr, sehr schnell klar. Die Frage ist, welche Rolle spielen die, wie groß sind die, wie sehr beeinflusst das auch unsere Bewertung dessen, was da passiert. Aber das war, glaube ich, nicht das große Geheimnis, was erst Monate später rauskam. Und ich glaube, man muss einfach vor allem erklären. Das ist ja auch das große Versäumnis der Medien, dass sie einfach in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenig Fehler eingestanden und auch redaktionelle Entscheidungen erklärt haben. Gerade die Ukraine ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie auch dann die Öffentlich-Rechtlichen unter massivem Druck dann aber auch an sehr prominenter Stelle eben auch selbstkritisch mit eigenen Fehlern umgegangen sind. Und das war, glaube ich, auch ein Dammbruch, der sehr wichtig war, dass man einfach auch lernt, öffentlich über eigene Fehler zu reden, was ja im Prinzip auch was der Vorteil der Satire ist, dass sie eben auch Medienkritik betreibt, die ansonsten viel zu kurz kommt. Was ich ansonsten bei der Diskussion ein bisschen schwierig finde, ist, dass im Moment auch mal der Eindruck erweckt wird, das Vertrauen in die Medien sei dramatisch abgestürzt. Wenn man sich aber Langzeitstudien anschaut, dann ist das ja gar nicht so. Mhm. Das Vertrauen in die Medien lag immer so mehr oder minder so, wie es jetzt ist. Was sich verändert hat, ist, dass, glaube ich, der Medienbegriff in Schwanken geraten ist. Jetzt nehmen eben auch viele Menschen soziale Netzwerke als Medium wahr, auch das Internet als Medium wahr und vermischen die Glaubwürdigkeit, die diesen Medien eigentlich gar nicht zugestanden wird, mit den traditionellen Medien. Und daraus entsteht so ein allgemeiner Misstrauen, genau. Und, aber die Zahl derjenigen, die den Medien misstrauen, hat sich im Prinzip gar nicht so stark verändert. Mhm. Das würde ich in einer Hinsicht beschreiten, denn wir haben ja doch, also natürlich haben wir diese Langzeitstudien, diese allmählich schleichende Medienskepsis eigentlich in allen westlichen Mediensystemen, aber wir haben doch eine ganz deutliche Radikalisierung. Also es gibt eine sich ideologisch radikalisierende Fraktion, die mit einer neuen Wut, mit einer neuen Aggressivität auftritt. Das scheint mir eine neue Dimension zu sein. Und vielleicht noch ein Punkt zu der allgemeinen Mediensituation. Es ist ja erstmal, und das ist ja letztlich eine gute Nachricht, erstmal für unendlich viele Menschen möglich, überhaupt Medienbildern mit unterschiedlichen Medienbildern zu vergleichen. Also wir haben eine ungeheure Vervielfältigung des Angebots. Und das ist erstmal positiv. Ich würde das nicht in dieser Form dann verarbeiten, wie das hier geschehen ist. Daraus hat die Bild-Zeitung ja ihren Slogan gemacht, bild dir deine Meinung, nach dem Motto, wir sind diejenigen, die die ganze Vielfalt der Welt euch präsentieren. Und ihr als autonome Subjekte in einer Demokratie, ihr seid klug genug, rauszufinden, wo denn nun die Wahrheit ist. Das ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert. Naja, es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass sich das, jetzt um von dem Bild-Zeitungsbeispiel mal wegzukommen, aber dass sich das Verhältnis zwischen dem Publikum und dem klassischen Journalismus irgendwie ändern muss. Also dass neben die vierte Gewalt eine fünfte Gewalt der vernetzten vielen getreten ist und dass es dialogischer sein muss, transparenter, orientiert an einer anderen gewissermaßen Fehleroffenheit und dass es zu dem gegenwärtigen Journalismus gehört, als unvermeidlicher, wenn man so will, Zweitjob, die eigene Arbeit immer auch zu erklären, ja, und zu erläutern. Aber war früher ja auch so und wenn Sie sich den Zeitungsmarkt... Nee, war früher nicht so und wird leider auch jetzt weniger. Wenn Sie sich das Verschwinden von Medienseiten ansehen,
meine, das ist doch... Klar, das ist, hat im Vergleich zu früher tatsächlich nachgelassen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, Sie haben ja dann so eine Aufteilung wie in der Zeitungslandschaft. Sie haben die Landleute, mhm. Sie haben die Yachtbesitzer, Sie haben die Waffenleute, die Segler, die Motorradfahrer. Für alles haben Sie eine, mhm. haben Sie eine Nische. Aber das Gesamtbild, das ist eigentlich verschwommen und unklar und widersprüchlich. Das gilt aber doch mehr für Special Interest und weniger für die politische Einstellung an sich, finde ich. Es gibt wahnsinnig viele Medienangebote, die jedes absurde Thema bedienen, was man mhm. als Hobby oder als Beruf mhm. betreibt. Im Fernsehen auch, genau, logischerweise. Genau, aber was so den politischen Grundkonsens angeht, da finde ich, da ist das Spektrum enger geworden. Da trauen sich die Medien eigentlich aus der Mitte gar nicht mehr so richtig raus. Im Übrigen auch mhm. ähnlich wie die Volksparteien, die sich eben auch versuchen, mhm. in der Mitte zu drängeln, weil man da noch die Wähler abgreifen möchte. Und ich frage mich eben manchmal auch, ob nicht auch dieser Streit, der jetzt auf die Medien projiziert wird, ob das nicht auch am Ende ein Symptom für die Schwäche der Volksparteien ist oder der Parteien, eben politischen Streit zu kanalisieren. Und jetzt überträgt man den quasi auf die Medien. Sozusagen, die stecken genau. im selben Boot. Ja. Die Medien machen im Grunde genommen nichts anderes als die Politiker und sind ja nur die Sprachrohre der Politiker. Ja, oder man sagt das noch allgemeiner und sagt, es gibt einen allgemeinen Trend, nämlich so ein allmähliches Abschleifen der weltanschaulichen Gegensätze, der ideologischen Gegensätze. Scheint aber nicht ganz zu passen zu den Kriegen, die wir haben. Wenn wir im Moment uns die Polarisierung im Zuge der Flüchtlingskrise, da haben wir ja auch im Grunde genommen eine Neupolarisierung auch des Journalismus. Man kann sehr genau sagen, wofür steht die Welt, wofür steht die Bild-Zeitung. Mhm. Also auch unterschiedliche Stimmen und Positionen dann in jeweils dem eigenen Haus unter Umständen. Aber wenn wir Ihre These mal nehmen, stimmt das, dass im Grunde genommen Journalisten als Ersatzpolitiker, von mir aus als die verbal geschickteren oder medial geschickteren Politiker, jetzt das Fett abkriegen, das auch die Politiker abkriegen, von denen gesagt wird, Leute, ihr habt nur noch Konsens, da gibt es so ein bisschen links und rechts noch so eine Kritik, aber das spielt ihr ja locker weg. Also ich glaube, es ist was dran. Es wird auch da alles übertrieben. Also ich glaube, man findet halt auch da in man findet auch den Widerspruch. Also diese Darstellung, dass im Grunde alle Medien nur noch weichgespült sind, das ist definitiv nicht so. Ich glaube, ein Problem wird es an der Stelle, wo es verschiedene Medien gibt. Die einen sind dann irgendwie, also jede bedient so im Grunde ihre Gruppe. Mhm. Und man hat das Gefühl, es findet aber gar kein Diskurs mehr über diese Grenzen hinweg statt. Also jeder hat so seine Medien, informiert sich aus denen, die meine Meinung einfach jetzt bestätigen. Was ja in den USA ganz extrem so ist, dass die einen Fox sehen, ja, die anderen, was ist das andere? MSNBC. Genau. Und im Grunde genommen die Lager überhaupt nicht mehr sozusagen die Nachrichtenlage des anderen mitkriegen. Man ist in seiner Filterbubble. Da braucht man noch nicht mal ein Internet zu. Und ich glaube, und das finde ich wirklich beunruhigend, man merkt bei manchen Themen, dass es gar nicht mehr nur darum geht, man hat ein Thema und verschiedene Meinungen, das ist so der Normalfall, sondern die Themen werden in völlig unterschiedlicher Weise wahrgenommen und Probleme ganz anders wahrgenommen. Man hat eigentlich gar keinen Common Ground mehr, auf dem man sich dann streiten könnte. Steckt dahinter nicht das Problem, dass unsere Wirklichkeit so komplex ist, in Klammern, das wissen wir durch die Medien, dass sie so komplex ist, Klammer zu, dass wir überhaupt kein geschlossenes, nicht widersprechendes Weltbild haben. Das heißt, wir kriegen unser Weltbild eigentlich gar nicht mehr zusammen und das irritiert uns in massiver Weise. Ja, ich würde das anders beschreiben. Man könnte sagen, dass ein zu viel an Information Desinformation eigentlich immer effektiver macht. Und es natürlich auch erlaubt, das eigene Bestätigungsdenken, und das kann man ja auch durchaus selbstkritisch sagen, es gilt ja nicht immer nur für die anderen da draußen, über die wir jetzt hier so reden und vielleicht manchmal etwas zu selbstherrlich reden, aber dass man natürlich das eigene Bestätigungsdenken entfesseln kann. Also man kann sich ja in seine Wirklichkeitsblase hineingoogeln, man kann sich seine Experten, seine Plattform, seine Quellen suchen und dann auf einmal ja diese ungeheure Mehrheitsillusion erleben nach dem Motto, wir sind viele. Wenn man in der geschlossenen Gruppe der Impfgegner oder der Pro-Pegida-Anhänger oder was auch immer existiert. Die Washington Post war ein Leuchtturm der freien investigativen Presse. Achtmal erhielt sie den Pulitzer-Preis in der Kategorie Auslandsberichterstattung, fünfmal für einen Dienst an der Öffentlichkeit, 1973 für die Aufdeckung der Watergate-Affäre. Die Washington Post veröffentlichte 2013 umfangreiches Material von Edward Snowden über geheime Geldtöpfe der US-Geheimdienste. Und jetzt will ausgerechnet diese Washington Post nicht für Snowdens Rückkehr in die USA streiten. Sie hält ihn für einen Verräter. Warum der Meinungswechsel? Eine naheliegende Antwort lautet, die Post wurde just im Jahr der Snowden-Enthüllungen von Amazon gekauft. Amazon-Gründer Jeff Bezos strebt nach etwas, das man
ökonomisch Weltherrschaft nennen könnte, Wirtschaftsherrschaft, auch wenn das sehr wieder nach Verschwörungstheorie klingt. Also insofern mein Vorschlag, lesen Sie am besten selbst seine Interviews, machen Sie selber ein Bild. In einem dieser Interviews sagte er, für ihn, Bezos, zählten nun auch in der Washington Post dieselben Werte wie bei Amazon. Zuallererst kommen immer die Kunden. Mit anderen Worten, der wirtschaftliche Erfolg ist wichtiger als journalistische Werte. Am Anfang stand die Hoffnung, das Internet sollte mehr Demokratie und Freiheit bringen. Doch die schöne neue Welt sieht anders aus. Unser Alltag ist beherrscht von den neuen Medien. Weltkonzerne wie Apple, Google, Facebook und Twitter haben mit ihren Technologien Monopole der Information und Vernetzung geschaffen. Viele nutzen ihre Dienste unreflektiert. Alle unterwerfen sich ihrem radikalen Gewinnstreben. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Während die ältere Generation sich noch über traditionelle Medien wie Zeitungen informiert, wachsen Jugendliche heute mit den digitalen Plattformen, insbesondere Social Media, auf. Studien haben ergeben, fast alle Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren haben ein Smartphone. Jeder Zehnte ist permanent online. Zeitungen kämpfen um ihre Existenz, seit 2012 in Deutschland ein regelrechtes Zeitungssterben einsetzte. Die Financial Times Deutschland verschwindet. Die Frankfurter Rundschau meldet Insolvenz an. Hunderte Arbeitsplätze gehen verloren. Lokalredaktionen werden zusammengelegt, wie beispielsweise Münchner Merkur und TZ. Trotz Informations- und Bildungsauftrag werden anspruchsvolle Programme zugunsten seichter Einheitsunterhaltung reduziert. In keinem anderen Land der Welt hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr Geld zur Verfügung als in Deutschland. Alle traditionellen Printmedien haben mittlerweile eigene Netzauftritte und hoffen meist vergeblich, damit höhere Werbeeinnahmen zu erzielen. Anspruchsvolle Nachrichteninhalte oder zeitaufwendige Recherchen für investigativen Journalismus können sie sich immer weniger leisten. Neben Technologie und Verbreitungswegen definieren die Medienkonzerne inzwischen auch journalistische Inhalte. Statt Nachrichtenagenturen sind automatisierte Nachrichtendienste eine wichtige Quelle. Google News zum Beispiel ist in 70 Ländern und 35 Sprachen verfügbar, sammelt ungeprüft Meldungen und postet sie in Echtzeit. Und erhält dafür vor allem eins: wertvolle Nutzerdaten. Die US-amerikanische Huffington Post folgt deshalb einem neuen Konzept. 2009 gegründet, war sie die erste reine Online-Zeitung, gleichzeitig Nachrichten- und Kommentarplattform. Für jugendliche User sind vor allem Videoangebote interessant. Meist sind es in Eigenregie produzierte Nachrichtenclips, die vor allem unterhalten wollen. YouTuber wie LeFloid haben in der Szene inzwischen Kultstatus. Musste die Polizei nämlich gestehen, dass sie nun ja. Und hier liegt ein Grundproblem des Internets. Jeder ist heute Massenmedium. Jeder kann sich äußern, unkontrolliert und unzensiert. Das Netz bietet Raum für Hasskampagnen und politische Indoktrination. Beim Attentat von München schickte ein Augenzeuge per Twitter Aufnahmen des Anschlags rund um den Globus, lange bevor die ermittelnden Polizeibehörden sie bestätigen konnten. Private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender übernahmen Handybilder aus unbekannten Quellen. Live vor Ort wurde über den Tathergang spekuliert und immer neuere Informationen über die sozialen Medien verbreitet. Wenn das Publizieren nichts mehr kosten darf, entstehen neue Formen des Journalismus. In Blogs können Fachleute für Fachleute schreiben und Rassisten für Rassisten. Oft sind seriöse Inhalte von Werbung kaum mehr zu trennen. Das gefährdet die Unabhängigkeit der Information. Eine neue Form ist der interaktive Journalismus. Hier können Laienautoren Themen anbieten und eine Lesergemeinde stimmt ab, ob dazu ein Text geschrieben wird oder nicht. Das klingt sehr basisdemokratisch. Aber was passiert mit der Auswahl und Qualität der Inhalte? Früher gingen professionelle Journalisten angeblichen Tatsachen auf den Grund. Erst nach sorgfältiger Recherche, Überprüfung und Einordnung wurde daraus eine Nachricht gemacht.
Das hatte seinen Preis. Aber wer ist heute überhaupt noch bereit, diesen Preis zu bezahlen und den Journalismus vor der Kommerzialisierung zu bewahren? Frau Fengler, das klang ja am Anfang gut. Jeder ist sozusagen jetzt Journalist, jeder hat eine Kamera, ein Handy. Wir haben viel mehr Informationen, die stellen wir auf eine Plattform, zum Beispiel sowas wie Google, die ja selber eigentlich gar keine Nachrichten herstellen, sondern nur vermitteln. Und diese Plattformen sind inzwischen Monopole. Wie stark ist die Macht der Wirtschaft, die Macht des Geldes über das, was wir an Informationen mitkriegen? Die Macht besteht natürlich darin, in gewisser Weise auch Schleusenwärterfunktionen zu übernehmen und einfach Aufmerksamkeit auch zu leiten. Wo geht die Aufmerksamkeit der Nutzer hin? Welche Nachrichtenangebote nimmt sie überhaupt erst einmal wahr? Und da spielen in der Tat Medienkonzerne natürlich eine große Rolle. Positiv oder eher negativ? Oder ist es ambivalent? Es ist natürlich erstmal ein negativer Schritt, wenn man sagt, das ist Meinungsfreiheit bedroht. Das ist ja auch ein Vorwurf oder eine Kritik, die über der ganzen Debatte steht. Ich denke, spiegelt die Wirklichkeit nur zum Teil wider, weil wir zugleich auch eine Medienvielfalt haben in einer Form, die es früher nie gegeben hat. Und wer sich natürlich auch vertieft informieren möchte, gerade auch über kritische Dinge im eigenen Land, der kann das inzwischen auch im Ausland tun. Also wir haben ja auch sehr gute internationale Medien, die in sehr viel stärkerem Maße verfügbar sind, als das früher der Fall war. Also von daher habe ich natürlich einen stärkeren Einfluss von Wirtschaft auf Medien heute, weil einfach die Anzeigeneinnahmen wegbrechen in breiter Front bei traditionellen Medien wie den Printmedien, die sind natürlich anfälliger auf diese Weise geworden. Aber zugleich habe ich eine viel größere Medienauswahl, aus der ich meine Informationen suchen kann. Ich muss sie natürlich nur nutzen. Aktiv. Alle Medien im Grunde genommen, außer denen, die so ein bisschen wie Wissenschaft organisiert sind, also wie Universitäten, ein bisschen sind die Öffentlich-Rechtlichen ja so, alle Medien sind darauf angewiesen, Geld zu verdienen, um das, was sie machen, weitermachen zu können. Was hat das für eine Auswirkung, Herr Niggemeier, in Ihren Augen auf den investigativen Journalismus? Ich weiß gar nicht, ob der investigative Journalismus das beste Beispiel dafür ist. Weil ich glaube, dass tatsächlich Medien auch gerade in Deutschland erkannt haben, was das für ein Wert ist fürs Image, für die Markenbildung, zu sagen, wir stellen Leute ab, wir bilden ganze Teams, die sich nur darum kümmern, solche Dinge rauszukriegen. Ich glaube, das ist nicht die größte Gefahr. Ich glaube, es ist eher so der Alltagsjournalismus, der nicht investigativer Journalismus genannt wird, aber der auch recherchiert, der einfach hingeht und nicht die Pressemitteilung 1:1 ins Blatt hebt, sondern nochmal nachfragt oder eine andere Meinung einholt. Da, glaube ich, ist die viel größere Gefahr, dass das nicht mehr ordentlich finanziert wird, dass das nicht mehr bezahlt wird und ja, dann nicht mehr stattfindet. Wenn man Geld verdienen muss mit dem, was man macht, Bezos hat das ja auf den Punkt gebracht, da muss ich das machen, was die Kunden wollen. So, wenn die Kunden Brot und Spiele wollen, in Klammern, nicht alle wollen das, Klammer zu, dann habe ich es wahrscheinlich mit einer Verflachung der Medien, einer Verflachung auch des Fernsehens zum Beispiel zu tun, oder? Wobei da natürlich jetzt so eine Publikumsbeschimpfung drinsteckt, zu sagen, die Leute wissen eigentlich nicht, was gut für sie ist, was sie lesen sollten und lesen stattdessen irgendwelchen Unsinn. Deshalb habe ich ja die Klammer gemacht, weil ich persönlich der Ansicht bin, dass zum Beispiel das Fernsehen die Leute viel zu selten überfordert. Und zwar systematisch immer mal wieder überfordert und ihnen zeigt, da ist noch viel mehr. Ich glaube, dass das gefährlich ist, dass wir gerade in so einem Umbruch sind, dass es gibt noch ganz wenig funktionierende Geschäftsmodelle für Journalismus im Netz. Das heißt, alles, was im Moment stattfindet, ist, dass man auf Teufel komm raus die größte Reichweite erzielt, um aus auch einem schrumpfenden Werbekuchen da ein bisschen noch was abzukriegen. Und wenn alle dahin rennen und sagen, wir müssen aber Masse hinkriegen und nicht zum Beispiel vielleicht eine kleine Gruppe von interessanten Lesern irgendwie glücklich machen, dass das zu so einer Verflachung führt. Und also dieser Prozess ist tatsächlich gerade sehr in Gange, dass man merkt, online lässt sich weniger Geld verdienen als auf Papier. Es ist jetzt schon der nächste Schritt, dass die meisten Leute, jungen Leute, auf Mobiltelefon lesen und man dort noch weniger Werbeerlöse erzielt. Und ja, das ist der große Medienumbruch, der gerade stattfindet. Stimme ich vollkommen zu. Wir haben die Refinanzierungskrise, wir haben die Glaubwürdigkeitskrise und wir haben den Aufstieg der Plattformen. Und das eigentlich alles gleichzeitig. Und die Plattformen, denken Sie an so etwas wie Facebook, eine Weltbild- und Nachrichtenmaschine par excellence. Die selber keine Nachrichten herstellt. 1,6 Milliarden User. Die setzen natürlich darauf, dass sie einzelne Informationspartikel gewissermaßen durchspielen, durchspülen, zirkulieren lassen, verwerten und vermarkten. Diese
Informationspartikel lassen aber genau das gesamte Bild verschwinden, das große Bild, das breite Bild verschwinden, über das wir vorhin gesprochen haben und von dem auch guter Journalismus lebt. Dieser Common Ground, diese Agenda der Allgemeinheit, dass eben gewissermaßen man mit Themen und Thesen und Ideen und Wahrnehmungen und Wahrheiten konfrontiert wird, mit denen man gar nicht gerechnet hat, denen man gar nicht, die man zumindest muss man gewissermaßen den Wirtschaftsteil, wenn er einen nicht interessiert, oder der Feuilleton-Debatte irgendwelcher Schriftsteller, muss man die noch entsorgen, wenn wir es mit einem Printmedium zu tun haben. Muss es noch zum Papierkorb bringen. Aber diese Veränderung der Informationswelt, die halte ich für sehr dramatisch und für sehr massiv, weil sie in gewissem Sinne diese Bündelungsfunktion, diese Agenda der Allgemeinheit auflöst zugunsten des frei flottierenden Informationspartikels, das man dann gleichsam einzeln verkauft, mit dem man einzeln ein Geschäft macht. Sie haben ja alle eingangs der Sendung sehr klar gesagt, Niedergang des Journalismus, eigentlich Quatsch, gibt es so in der Form nicht. Was ist denn für Sie der nächste Schritt, der jetzt kommt? Also ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die goldenen Zeiten des Journalismus vorbei sind. Das waren so die späten 60er, 70er, frühen 80er Jahre, als wir ein super ausgestattetes öffentlich-rechtliches System mit wenigen, aber sehr auch noch komplexeren Angeboten hatten. Eine sehr erfolgreiche Presse mit sehr starken politischen Angeboten. Wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass immer mehr Leute, die wenig politisches Interesse haben oder gar keins, ausweichen können. Mhm. Und wir müssen uns was einfallen lassen im Journalismus, um die trotzdem mit den politischen Inhalten zu erreichen, damit Demokratie weiter möglich wird. Ich habe da auch keine Antwort. Ich fürchte, es wird erst noch ein bisschen schlimmer werden, ehe es besser wird, weil es tatsächlich gerade so eine Abwärtsbewegung, so eine Spar- und kein Geld mehr, keine Werbeeinnahmenbewegung gibt. Ich hoffe, dass es dann am Ende irgendeine Erkenntnis gibt, dass Journalismus unverzichtbar ist und dass Leute dann auch, wenn nötig, Geld dafür ausgeben. Aber das müssen die Medien selber beweisen. Also wir können die Leute nicht schütteln und sagen, ihr müsst aber, sondern diesen Beweis, dass sie unverzichtbar sind, muss das Medium, muss der Journalismus liefern. Interessant, dass Sie gar nicht mit der Politik argumentieren, sondern wirklich sagen, das muss sozusagen aus dem Medium selber heraus passieren. Und da stimme ich nicht zu, weil ich glaube tatsächlich, das ist eine ganz große, noch unverstandene gesellschaftspolitische Bildungsherausforderung. Ich glaube, das Lehr- und Lernziel muss es sein, dass wir uns von einer digitalen in eine redaktionelle Gesellschaft verwandeln. In einer Gesellschaft, in der jeder sich die Fragen stellt, die früher in einer anderen Zeit nur Journalistinnen und Journalisten sich gestellt haben. Nämlich, was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungsreife Information? Sie haben völlig recht, nur ich habe früher natürlich die Antworten bekommen zum Teil. Das ist eine Aufgabe auch von Bildungsinstitutionen. Das ist eine Aufgabe von Hochschulen und von Schulen, das zu leisten, nicht im Sinne einer Indoktrinierung nach dem Motto, Medien sind toll, Journalismus ist unverzichtbar und ein Lebenselixier der Demokratie, nein. Aber als Praxis der Auseinandersetzung mit Medien, als Praxis des öffentlichen Sprechens, aber auch als Machtkritik an den Plattformen des digitalen Zeitalters, die im Gegensatz zum Journalismus ungleich viel intransparenter agieren. Also Algorithmen sind so etwas wie Geheimrezepte der Wirklichkeitskonstruktion. Wir wissen heute ziemlich genau und können es ziemlich genau erklären, wie Nachrichtenströme im Journalismus funktionieren. Aber wissen Sie, wie der Algorithmus von Facebook, der Newsfeed-Algorithmus von Facebook funktioniert? Nein. Nee. Und hier sind Lücken der Intransparenz, die es zu schließen gilt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war's leider schon mit unserer Sendung zum Thema Lügenpresse heute. Alles weitere wie immer auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Wir nennen es Information, andere Propaganda. Es ist so leicht, eine Verschwörungstheorie zu erfinden. Sie müssen unbedingt ein Körnchen Wahrheit ins Zentrum setzen. Den Rest können Sie frei erfinden. Denn die meisten werden an dem einen Körnchen Wahrheit sich festbeißen und dabei den Rest des Köders unbemerkt verschlucken. Also sehr wenig Wahrheit im Zentrum, viel Nichtwahrheit, belangloses Spiel, Lüge drumherum. Aber Vorsicht, das kann nämlich auch nach hinten losgehen. Denn wenn alle lügen, dann lügen natürlich auch die von der Ihr-seid-doch-Lügenpresse-Fraktion. Beispiel Donald Trump. Der würde niemals zugeben, dass er gelogen hat, obwohl man es ihm nachgewiesen hat. Und trotzdem greift er, wie die AfD oder Pegida, weiter die sogenannte Lügenpresse an. Alle Kreter lügen, sagte der Kreter und machte das Licht aus. Und tschüss.